Servus Leute, jetzt wird's komplett verrückt, jetzt wird's spannend. Ja, es gab heute eine Anfrage von Kunden, der wollte einen Hinweis für Visual Scripting mit Bewährung. Am Ende habe ich ihm davon abgeraten, weil die Funktionen so komplex werden würden und habe ihm angeboten, dass er vielleicht ein Produkt von mir haben könnte. Allerdings ist dieses Produkt eine Abwandlung von einem, was ich schon programmiert habe, und ich musste aber jetzt sehr viel Zeit investieren und im Endeffekt kann ich das so dem Kunden gar nicht verkaufen für den Preis, das wäre viel zu teuer. Aus diesem Grund haben wir gedacht, okay, vielleicht brauchen dieses Produkt aber noch mehr Leute, und im Endeffekt hat mir das ungefähr so 1000 Euro gekostet, jetzt an Zeit, Nerven, Marketing und so weiter und so fort, und das möchte ich sharen. Das heißt, umso mehr Leute dieses Produkt jetzt kostenfrei testen bis zum 1. September, umso günstiger wird am Schluss der Endpreis sein. Und ihr müsst es da gar nicht, ihr seid da nicht verpflichtet zu kaufen, sondern es ist einfach nur, damit ich ein Gefühl bekomme, wie viele Leute testen es, und dann habe ich so eine Summe X, so einen Risikofaktor, wo ich sage, so viele Leute werden es dann nach erwerben. Und das heißt, ich beginne bei 1000 Euro, ich fahre mal mit der Maus hier drüber, ich hoffe man sieht es. 1000 Euro, wenn es nur einer testen würde. 500 Euro, wenn es zwei testen. Wenn es vier testen, 250. Wenn es 10 testen, nur noch 100 Euro. Wenn es 20 testen, 50 Euro. Und so weiter und so fort. Also die Endsumme legt ihr fest und das ganze Race endet am 1. September. Um welches Produkt geht es überhaupt? Komm, weg mit Canva. Wir gehen auf jetzt downloaden. Schmankerl. Und dort sehen wir die Linienbewerbung, Bewährung, die Sub-Rebar. Das ist die erste Sub-Rebars. Dort fügt ihr euren Namen ein, damit ich weiß, wie viele Leute seid ihr denn. Achtung, die Sub-Rebar sind übrigens eine Bürolizenz. Das heißt, wenn ihr auch 10 Lizenzen habt, der Preis bleibt gleich, egal wie viele Leute ihr seid. So, und jetzt könnt ihr das Ganze downloaden, natürlich auch jegliche Einbauteile. Ich gehe nochmal auf Schmankerl, ich lade das jetzt herunter. Und genau, also egal was ihr jetzt herunterladen würdet, zum Beispiel hier die Elastomerlager. Ja, und zur Installation braucht es sowieso nicht viel. Einfach die SMZ-Datei in das Teilbild befördern. Ich muss einmal bestätigen, da ich es schon mal installiert habe und die Bilder überspeichert. Und dann finde ich das Ganze unter der Bibliothek Büro. Sub-Rebar, und hier ist die Sub-Rebar Linienbewährung zu finden. Wenn ich das Ganze starte, dann setze ich das jetzt einfach mal hier ab im 3D-Modell. Achtung, Bewegungsmodus deaktivieren, am besten an dem Punkt. Jetzt meckert er. Detailschnitte, ich habe keine Ahnung, wieso das auftaucht, aber wenn ich es jetzt so mache, dann funktioniert es. Und ich habe jetzt hier eine Betondeckung von 2,5 cm eingegeben. Das heißt, von diesem Punkt aus gehe ich 2,5 cm nach links, rechts und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich einfach die Verlegelänge hier einstellen und sage bis hierher. Abstand 15 cm. Könnt jetzt ein 10er Eisen zum Beispiel machen, Biegerolle und hier alle Parameter verändern, die ich dann möchte. Dann schließe ich das Ganze und dann schaue ich in meinen Schnitt. Ach, den muss ich jetzt natürlich wieder aktivieren. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel die Verlegung von meinem Eisen. Extra für Fugenbänder ausgelegt, deswegen habe ich es schnell reingelegt, auch wenn jetzt die Wand ist komplett falsch modelliert. Okay, die gehört sich weiter drauf. Weil sonst würde es vielleicht sogar lang, wenn ich den Querkrafttor noch etwas nach oben setzen würde. Aber ihr seht, so kann man zum Beispiel so einen Saum einfügen. Ja, jetzt kann ich natürlich dasselbe nochmal machen, indem dass ich einfach nochmal in meinen Grundriss reingehe und diese rosa Linie oder Konstruktionshilfslinie reaktiviere oder auch hier. Und hier kann ich das ganze Spielchen nochmal absetzen und sage jetzt in dem Fall, ich möchte jetzt keine V-Fugenband, sondern einen Steckbügel haben. Ich möchte 0,45 cm oben, unten haben. Ja, sagen wir mal 10 cm nach oben. Ich nehme jetzt ein 8er Eisen. Und jetzt könnt ihr hier noch den Abstand wählen von dem Punkt, ich schätze jetzt einfach mal so ab 20 cm, schließt das Ganze. Und jetzt habe ich auf derselben Strecke oder auf derselben Länge so einen Steckbügel erstellt. Ja,
könnte ungefähr hinkommen. Genau, und ja, ein bisschen weiter nach unten. Kann man aber jetzt auch verschieben, also verschieben, Linkshift und wir verschieben das Ganze nach unten. Wenn wir es allerdings jetzt reaktivieren würden, das Smart Pad, dann würde es wieder nach oben verschoben werden, denn wir haben das jetzt außerhalb des Rebars oder des Smart Pads modifiziert. Genauso geht es auch mit Punkt modifizieren. Wir können hier alles jetzt nachträglich Punkt modifizieren. Werden wir aber das Ganze nochmal reaktivieren. Es liegt jetzt bloß übereinander, deswegen ist es ein bisschen schwierig. So, wenn ich jetzt das Ganze reaktiviere und schließe, dann wird es wieder in seine Ursprungsform zurückjustiert, weil wir das hier eingegeben haben. Aber nichtsdestotrotz, wir können das nutzen, so wie wir wollen. Wir können das Ganze natürlich auch beschriften und auswerten. Wo sind wir denn? Rohbau. Rohbau, Bewährung. Gut. So, und jetzt gehen wir auf Maßlinie, Verlege, Text. Können wir jetzt hierher gehen und das Ganze natürlich schön sauber mit einer Maßlinie verzieren. Genau. Und schon haben wir das Ganze. So einfach geht's. Und ja, wie gesagt, test es einfach mal aus. Das Einzige, was mich nervt daran, und das ist ja, also sage ich offen und ehrlich, ist diese einzige Fehlermeldung, dass die erste Rebar in einem passiven geschalteten Detailschnitt erzeugt werden muss und danach funktioniert alles. Als kleinen Tipp noch: Ihr könnt das Ganze hier wieder reaktivieren, könnt da unten einen Drehwinkel eingeben, 90 Grad. Ihr könnt da die Spiegelung nutzen und könnt zum Beispiel mit dem nächsten Rebar dann einfach hier fortfahren und setzt es hier so ab. Ne? Also ihr habt so viele Möglichkeiten, ihr habt verschiedene Formen. Einfach mal ausprobieren und testen. Wie gesagt, es vergünstigt sich nur der Preis, ihr habt gar nichts zu verlieren. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.